Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge LS19 auf der Arnfeld, unserem John Deere Projekt. So, letzten Folge haben wir uns jetzt einen Vorführer geholt. Jetzt klappen wir mal den kleinen Grubber hier aus. Gucken wir mal, wie wir damit zurechtkommen. Oder ob ich doch lieber eben mit normalen Bären besser zurechtkomme. So. Abgesenkt und los geht's. Das braucht direkt, muss man schon mal sagen. Das ist auch hier Mango bis jetzt. Was ja direkt in unserer Fahrweise ist. Aus. So, senken wir ab und weiter geht's in diese Richtung. Ah, es wird dann so. Mit dem direkten ist doch ein bisschen schlecht gerade beim. So, und senken wir mal ab, da ein Stück rüber kommen. Ich glaube, ich wechsle doch wieder fest mit Rädern, um mich besser klar, gerade wenn ich hinten ein paar Geräte hinten dran habe. Aber dafür haben wir ja das Ding bloß gemietet, um zu testen. Ich muss jetzt so sehr im Testen. Überzeugt er noch nicht ganz so. Der hat Power, keine Frage. Oder ich muss mich erst dran gewöhnen an die V-Weise. Das kann natürlich auch sein. Da ich noch nie mit Raupe gespielt habe, kann es aber auch daran liegen, dass es für mich ungewohnt ist. Und dass eigentlich alles nur eine Sache der Gewöhnung ist, wie so viele Sachen. Vorwärts fahren ist auch einwandfrei, also da gefällt mir das direkte. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich werde mich höchstwahrscheinlich dafür das Teil entscheiden, weil wie viel Kruppern tue ich eh nicht. Außer oben meine Maisfelder. Dafür ist der allemal gut. Bis jetzt ist es. Das direkte wirklich ein gutes Kaufkriterium. Und da ist es bloß eine Gewinnungssache mit der Raupe. So, haben wir das erste Feld schon mal
gut gekuppert. Das 17 km/h Kurve ziehen, das hast du ohne alle Tage. Und das war die Höchstgeschwindigkeit, was du mit dem Kurve schaffen könntest, laut Eintrag der XML. Aber egal wie viel Power ich da vorne dran gegangen bin, das habe ich nie geschafft beim Kurve. Dann fange ich hinten 3 Meter Kurve dran, dann eventuell. Das ist so. Das ist nicht höchstwahrscheinlich. So, da haben wir schon das erste Feld zum Ansehen fertig. So. Und hier durch. Klappen die schon mal aus. So, gut, jetzt haben wir es so in Position, wie wir es haben wollen, und zack. Let's go. Er macht einen guten Eindruck. Oh,
Dann komme ich persönlich gerade vor von seinem Rumpzieher. Okay. Macht sie mit Kette einfach, um die Bohrer rückwärts zu drücken. Komme ich am besten klar damit. So, die der noch einen Abbruch aufhalten mit dem Teil. Muss ich die Maschine mal testen mit dem Ding. Das würde mich auch mal interessieren, wie es mit der Sämaschine abgeht. So, die. Dann noch nächste Feld. Wollen wir schon anfangen. So. Du kannst nicht die Lippen noch probieren.
ein bisschen in zwei Feldern hier. So, kann man schon mal hier zumindest anfangen. Jetzt sehen wir gerade das Stuhlgerät. So. So, jetzt haben wir es soweit. Absenken. Und los geht's. Da gräbt sich ordentlich durchs Gemüse hier, also durch die Stoppeln. Was muss man denn teilweise? Gut, passt alles, wenn wir mehr ohne am Baum, aber egal. Das war die erste Bahn, ja, nicht so tragisch. So. Ich denke gerade, das hat die kleinste Bewegung hier, die ich mache. Das ist schon krasse Sache. Aber ich denke, es wird eine Waffe werden, was bis jetzt so der Test zeigt. Gerade beim Rückwärtsfahren und hier solchen Dingern nicht ganz ein, aber das ist schon einfach. Einfach kann ja jeder. Daher abgesehen, was das. So, jetzt haben wir zwei Felder gekuppelt und beim dritten sind wir am ersten Vorgewende. Zwei Runden gleich vor dem Teil Vorgewende. Jetzt sind wir auf der sicheren Seite. So, let's go und hoch her. So, zack. Und fertig.
So, komme ich aber erstmal zum Ende für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da und ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.